So, YouTube. Hallo und willkommen. Wir wollen eine Runde Time Guesser spielen, wie jeden Tag. Ihr kennt das schon, das Prinzip. Ich guck kurz, was im Bild steckt. Das Bild ist okay. Und dann werden wir herausfinden, wo dieses Bild ist. Und nicht nur wo, sondern auch wann. Sie machen irgendwas Historisches nach. Die Leute definitiv 1970, 80, oder? Wenn nicht später. Die da wirken halt so ein bisschen 70er. Die hier wirken 80er, 90er. Die wirken natürlich wie 60er. Sportgefällel, Leihschuhe, Shibutaya, One Week 150, Sport und Mode, die Welt begeistert, da oben sind ja auch noch Leute. Die Frisuren sind schon eher 80er, fast 90er, nicht? Machen wir 85? Aber sie sagt wieder 70. Das ist schwierig. Okay. Einigen wir uns auf 81. So, und wo? Irgendwo in den Alpen? Großglockner. Ich weiß nicht, wo Skigebiete sind. Hier sind Berge. Skigebiete sind hier nicht eingezeichnet, wie bei Google, nicht? Gut, das wird jetzt nicht auf 3000 Meter Höhe sein. Ja, ist egal. Komm, wetten wir. Sogar da hinten. Nee, da hinten. Obertauen. Ja, gut. Hätte ich nicht gewusst, gefunden, nicht? Und das war 65. Ach du Scheiße. Also, wenn ich mit vielem gerechnet hätte, aber nicht mit 65. Dafür sind mir einige zu modern. Also, die einzige, die aus den 60ern, wo ich gesagt hätte, 60er, hier. Ja klar, die jungen Leute sind die, die die 70er geprägt haben, nicht? Dann. Deswegen sehen die ja nach 70er, 80er aus, die Leute dann. Ah, das ist... Vielleicht muss man das Alter der Leute mit reinnehmen in die Überlegung. 5000, schwach. 16 Jahre weg. Okay, das ist auch okay. Drada Muravie Nevesan Xavier Perry Yemark. Pleasure Island, Bill Roses, Pontiac Official Car. Billy Roses Aqua Cay Treasure Island. Wo ist Treasure Island? Treasure Island. Treasure Island sagt mir irgendwas. Kalifornien auf jeden Fall. Aber wo ist Treasure Island? Ist hier Treasure Island? Santa Barbara. Ja, vielleicht irgendwo... Keine Ahnung. Malibu? Santa Cruz, Santa Barbara.
Anapaka Island. So viele Inseln gibt's da noch gar nicht. Bear Island. Island, sehr gut. Greco Island. Treasure Island, hier. Das Ding ist Treasure Island. Okay, hätte ich nicht gewusst. Das könnte hier sein, aber die Figur sehe ich nicht. Wie viele Kirchen? Ist das so ein Spezialbezirk? Oder ist das von der Sekte generell? Treasure Island. Klingt auf jeden Fall dubios. Okay, da ist eher Industrie. Gut, ich würde mich dann einfach in die Mitte setzen, nicht? Könnten das Statuen sein? Das ist genau geblurrt. Da hier? Ich würde ja sagen, man sieht das, weil es so ein monolithisches Gebäude von oben sein müsste. Wie das hier halt. Okay, ich sag jetzt hier. Und wann? Könnte halt auch aus den 20ern sein. Könnte aber auch aus den 60ern sein. Gehen wir auf 51. Okay, sieht man das noch von oben? 1940 sogar. Puh, hätte ich nicht gedacht. Nee, okay, ist nicht mehr da. Alles weggerissen. Nächste Runde. Okay, Bild ist okay. Flore. Sind auf jeden Fall Paris. Wenn wir in Paris waren, waren wir meistens da oben in Paris. Irgendwo. So, setzen wir uns da hin. Oder da Richtung Insel waren wir auch ganz oft. Da ist ein Uniqlo, das kann nicht schlecht sein. Eiffelturm sehe ich nicht. 74. Eher 80er, oder? Die Autos. Fast 90er, würde ich sagen, die Autos. Okay, 86. 7 Jahre weg, 93, ja? Okay. Und auf der anderen Seite mal, wow. Okay, aber 8300 kann man wenigstens machen. Heute geht's schnell mit den Bildern. Okay, Löwendrogerie, die hatten wir schon mal, das Bild. Die Löwendrogerie gibt's da immer noch. Wo waren das? Oh, das war dieser Pflanzmarkt, der wurde von da rauf fotografiert. Nee, von da. Da war so eine Kirche. War es Kopenhagen? Okay, erstmal 33. Sehr viele Fahrräder. Speiserestaurant. Aber diesmal sieht es sehr deutsch aus. Aber es sieht genau aus wie der Platz. Die Statue hat man von der anderen Seite gesehen. Und der Markt auch ähnlich.
Bäckerei. Wenn ich das so mir angucke, dann ist das Leipzig. Weil der Leipziger Marktplatz ist auch da, da ging ein Gebäude vorbei, aber das sind ältere Gebäude, das kann also nicht Leipzig sein. Andererseits ist er viel weggebombt worden, aber hier ist Auerbachs Keller, der müsste noch da sein. Hier wäre das Rathaus, nämlich. Aber so von den Straßen und den Passagen passt das halt gar nicht so schlecht. Deutsche Gewerbekaffe? Lackfarben, Dornhaus, Gellnick, Löwendrogerie. Aber da, wo wir das letzte Mal waren, gab es eine Löwendrogerie. Das sind altdeutsche Essen. Ja, ja, das ist schon. Ach, Kasse. Ja, okay, ja, ja, altdeutsche S. Stadt Prag. Das ist ein guter Hinweis. Aber da hätte ich, dass das so deutsch war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, mir war schon klar, dass das mal deutsche Gebiete waren, aber dass alles auf Deutsch da stand, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich sag jetzt erstmal, hier ist der einzige Platz, den ich gerade sehe. Ich hätte Dänemark oder so gedacht, eigentlich eher. Ach, das heißt so neu auf der Seite nicht. Hier vielleicht noch. Die können das ja auch umgebaut haben, nicht? Aber das ist ja eine Burg. Hier vielleicht. Das könnte gut sein. Wenn hier stehen wir. Aber dann müssten wir diesen Turm sehen. Warte mal, der wäre dann rechts von uns. Ah, nee. Die Gebäude stehen schon länger da. Ich meine, man sieht das da hinten. Das könnte schon irgendwie sowas sein von so einer Kirche. Kann jeder x-beliebige Platz irgendwo sein, nicht? Andererseits, so ein Marktplatz ist jetzt auch nicht so klein, dass man den nicht von oben sehen würde, wenn er noch existiert. Aber dann wird das ja vielleicht eher hier sein. Ich meine, aber die Statuen, die müsste man ja sehen, die gab es da nicht. Das würde mich wundern, wenn die neue Statuen, obwohl nach dem Weltkrieg vielleicht irgendeine Statue aufgestellt, das kann schon sein auf dem Marktplatz. Ich würde mich hinreißen lassen, sogar zu sagen, dass es noch früher dann. Vielleicht noch früher. Ist es vielleicht sogar das Modell Ford T, nicht? Okay, ich würde sagen, lassen wir so. Okay, Telpitz. Ja, gut, wenn man die Städte dann nicht kennt, nicht, wenn da Prag steht. Allerdings ein richtiges Land. Aber sieht auch gar nicht mehr so aus. Ist alles umgebaut worden, modernisiert. Selbst wenn hier Trepitz gestanden hätte oder Teplitz. Man kennt die Stadt ja nicht. Und 32, okay, nur 5 Jahre weg. Immerhin. 8.500 geht noch.
Und die letzte Runde. Okay, die ist insofern schwierig, dass man nicht genau weiß, wo. Ich würde jetzt auf wegen der Litfaßsäule natürlich Berlin tippen. Bernauer Straße. Mein einer Urgroßvater, den ich gerade noch so kennengelernt habe, der hat nämlich an der Westseite der Mauer gelebt. Und wir haben da auch einmal rüber geguckt damals. Oder von oben konnte man wirklich rüber gucken. So, wenn man seitlich rausgeguckt hat. Deswegen würde ich mal sagen, irgendwo hier die Richtung. Wo ist denn die Bernauer Brunnen? Reinickendorfer Prangstraße, Osloer. Müllerstraße. Bernauer, da ist er doch. Sagen wir, das ist dann. Ja, ist hier. So. Und ja, wann? Also. Das muss noch relativ. 66 wurde die befestigt, nicht? Vielleicht 69? Ich meine, die konnten noch rüber gucken. Und die Mauer ist noch provisorisch, nicht? Die ist noch nicht eine richtige Mauer. Das ist diese Pseudomauer, die sie hingestellt haben. Gehen wir auf 68. 63 sogar. Okay, dann ist wirklich die komplett provisorische. Dann hat 66 die richtige Mauer angefangen, nicht? Aber nicht an der Bernauer. Wo war's? Hier unten. Ah, Südberlin kenne ich nicht. Beim Axel Springer heutzutage. Ich kenne halt nur Nordberlin. Das ist die Demarkationslinie, wo ich mich nicht auskenne. Aber 8000 Punkte ist stark. Feines Score damit. Nur 38.000. Zweimal bei den Jahren richtig reingeschissen. 16 und 11 Jahre. 7 auch nicht so geil. Orte diesmal gar nicht so schlecht. Geht. 74 das Schlimmste. 97 das Schlimmste. Leaderboard. Simon besser gewesen. Um 1000 Punkte. 1010 Punkte, dann hätten wir ihn gehabt. Nicht viel. Eng heute. Wer sich vergleichen will, ab in Discord in den Time-Guesser-Ergebnis-Thread. Aber mit den Jahreszahlen stehe ich auf jeden Fall auf Kriegsfuß. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, war's das heute von Time Guesser und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.